Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind heute mal mit der ISO KC unterwegs. Ja, leider hat das Spiel schon begonnen, aber es ist nicht viel passiert. Wir fahren gerade zum Ziel. Ich gucke hier mal die linke Flanke an. Da sind immer ein paar Zerstörerkreuzer zu finden. Kommt mir überhaupt jemand mit? Ja, könnte sein. Könnte auch sein, dass sie weiter in die Mitte fahren. Viel Glück allen. Der Zerstörer da auf jeden Fall. Die Shenyang. Mal gucken. Ich schulde Ihnen was. Ich könnte mal mehr links weg durchfahren. Langfahren. Weil wenn ich zu nah hier rechts ranfahre, entdecken mich meistens schon die Kreuzer von Weitem. Ich habe eine Sichtbarkeit von 6,4 Kilometer. Genau. So wie der da hinten, der hätte mich wahrscheinlich gesehen. Soll er mal ruhig denken, dass da niemand ist. So. Die haben ihn nicht aufgedeckt, oder? Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Das sind so die Insel der Zerstörer. Da campen die manchmal sogar. Ich sollte aufhören zu singen. Ich hasse es. Scheiße. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Ja, nee, ich verrate jetzt nicht meine Position. 6,1 Kilometer. 7,5 entfernt. Torpedos. Torpedos waren 7. Ach, da ist schon mal sehr viel. Warum ist hier kein Zerstörer? Aha, da ist er. Der hat mich auch nicht gesehen. Schnarchi. Wenn was in diese Richtung fährt, kriegt's was ab. Oh, jetzt war ich entdeckt. Fuck. Oh. Ich sollte mal drehen. Na komm, eine Kanone. Gegnerischer Zerstörer gesunken. Yo, ich habe damit gar nicht gerechnet, dass da überhaupt was ankommt. Und dann, juhu, Treffer. So, ich fahre jetzt hier auch mal zwischen den Inseln. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Schutz. Legen dann nochmal Nebel. Wenn jetzt die Danae mir nicht dazu vorkommt. Dann haben wir da hinten war noch ein Schlachtschiff. Ah, auf jeden Fall zwei Kreuzer. Schlachtschiff macht schon die Biga, die Carolina. Und rechts haben wir auch eine Shenyang. Ein Shenyang, Shenyang Battle, wenn man es richtig ausspreche. So. Nebelwerfer gestartet. Kommt ja schon der nächste. Torpedos voraus. Nebelwand gelegt. Komm zurück, Danae. Oh, da ist noch. Er lebt ja noch! Ich dachte gerade, du hast ihn schon gekillt, Mann. Finde ich nicht lustig. Müssen wir zerschießen. Torpedos direkt voraus! Torpedos auf Backbord! Einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Ja, jetzt habe ich aber das nächste Problem. Dass ich scheiße an der falschen Position bin. Ah, weg. 6,1. Ich bin entdeckt. Scheiße, der hat mich wahrscheinlich. Ja klar, der hat mich entdeckt. Dreh dich um. So. Den hauen wir nochmal einen von Latz.
weiß ja eh, wo ich bin. Oh, 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 no, 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 no. Ich dachte, ich wäre an der Insel vorbei. Ich dachte, ich wäre an der Insel vorbei. Ach, ich Horst. Heinrich, Heinrich, Mensch. Was machst du da? So, gib Gas, gib Gas, Junge. Oh, gib Gas. Schnell weg da. Dass das Schlachtschiff auch nicht auf mich schießt. Das ist ja... Aber jetzt nicht so langsam. Den wollen wir gleich einfach vom Latz schicken. Den da. Der letzte Zerstörer. Wäre cool, wenn ich den auch noch kriegen würde. Torpedos direkt voraus. Nebelbank. Ach komm, der kriegt ein paar. Torpedos auf Steuerbord. Jo! Yes, Alter! Yes! Zerstörerparty heute! Wuhu! Oh, ich bin nicht mehr im Schutz. Na, auch weg! Verstanden. Habe ich das mal gedrückt? Nee, ne? Also, es ist eine echt coole Runde. Ich weiß, ich werde jetzt übermütig, es ist immer so. Wenn es zu gut läuft, aber. Da war's an. Ja. Haben wir jetzt weiter? Weil bei den Inseln kommen ja gerade Leute raus. Oh ja, wir können erobern. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Punkt einnehmen oder nicht einnehmen? Fährt er weg? Oh, er hat auf den Sack gekriegt. Oh, stopp. Ach nee, komm, das wird so langweilig. Ab in den Krieg. Oh, ist ja eh noch einer da, da kann er das warten bleiben. Da kann er wieder. Die Nassau kann sich ja da ein Ei pellen. Jupp, ich mach mal T. Mal Y. Nebelwerfer gestartet. Nebelwerfen und mal hier die. Ein bisschen Gas auf die Leitung packen. Soll schneller fahren. Nassau ist jetzt geschützt. Kann den Punkt locker einnehmen. Und wir fahren zur Orion. Oder zur Carolina. Nebelwand gelegt.
Ich entscheide mich für die Carolina. Ich werde jetzt hier, wenn er mich entdeckt hat, dann lenken wir den mal ab. Den Kollegen. Damit der andere entkommen kann. Oder denkt, dass ich es bin. Dass er es ist? Was hat er denn? Nee. Auf die Idee wird er nicht kommen. Gut, eigentlich können wir jetzt auch hier was schenken. Nur heute! Gratis Ostereier! Ah, fuck, hätte ich nicht machen sollen. Egal. Dreh dich, Bäumchen, dreh dich. So, komm schon, komm schon, komm schon. Wyoming und der Kaiser. Hat man nicht noch eine Carolina irgendwo vorhin? Da ist er. Aber die Wyoming. Wyoming gefällt mir gerade. Haltet die Basis auf irgendeine Weise. Oh. Ja, die Iso-Katze macht jetzt Angriff. Reichweite Torpedos waren 7, ne? Ach, dass es keine Langstreckentorpedos gibt. Maschinenboost deaktiviert. Hat mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob er davon Angst kriegen wird, aber... Ah, ich habe die Insel verfehlt. Ich habe die Insel verfehlt. Nein, 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 nein. Man müsste mal überprüfen, wo man hinfährt, Junge. Ah, oh, Heinrich, Mensch. Ich wollte, da wollte ich langfahren um die Insel, aber es wäre auch doof gewesen. Ah, er ist zerstört wahrscheinlich. Nicht von meinen Torpedos. So. Es war mir die Ehre, mit euch die Iso-Katze zu fahren. Denn den nächsten Angriff werden wir nicht überleben auf die Carolina. Wir haben keinen Nebel mehr. In einer Minute und 25 Sekunden erst wieder unserem Turboantrieb. Obwohl der nicht so richtig Turbo ist. Und wir werden so gleich entdeckt. Ah, warum habe ich die Türme nicht gedreht? Ich war's. Ich war in freier Ansicht. So, 4,3. Die Türme sind noch rechts gerichtet. Ich weiß nicht, ob was für eine Nahkampf-Spezialität die Carolina hat. Also ob 3,5 oder so. Was ist eine Carolina für eine Stufe? Stufe 3. Aber ich glaube, das wird schon so sein. Ich glaube, die geringste ist 3,5 oder so. Dreht. Zack. Einen Treffer. Yeeha! Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Yeeha! So. Die Kaiser. Die wird aber auch schon sowas von beballert. Angriff. Das war die falsche Munition, aber ist egal. Ach komm, da können wir auch schon Torpedos drauf, ja. Ah! Kam, werden nie angekommen, aber coole Runde. Richtig coole Runde mit der Iso-KC. Richtig geil.
Geil! Und sogar aufgenommen. Ich habe das schon mal gehabt, irgendwie 3 Schiffe mit der Isokatze versenkt und nicht aufgenommen. Aber diesmal 4 sogar und mit Aufnahme. Geil! Geil, geil, geil! Oder hatte ich doch ein Video mit der Isokatze hochgeladen? Ich weiß es nicht. Ich mache häufig Videos einfach nebenbei und ja, sind da nichts, dann lade ich sie halt nicht hoch. Aber das war echt eine coole Runde. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Also ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Und ja, ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo. Und ja, viel Spaß euch noch, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.